endlich mal wieder ein kleines Update. Es hat jetzt die letzten 2 Wochen oder 2,5 Wochen hat es aufs Heftigste geregnet. Das ist wie so ein Monsun quasi. Man geht raus und ist innerhalb von 10 Sekunden komplett durchnässt. So ein richtiger Platzregen. Im Hintergrund sieht man auch so ein bisschen dunkelgraue Wolken. Aber über uns ist gerade einigermaßen trocken und halt keine dunklen Wolken, sondern halt einfach nur Wolken. Wir nehmen in ungefähr 2 Minuten den Bus zum Blackbutt Reserve. Und zwar gibt es da Koalas und Wombats und sowas. Ja, die kann man auch streicheln und füttern, zum Großteil. Um 10:30, glaube ich, fängt die Fütterung von Wombats an. Das wollen wir nicht verpassen. Ja, ich hoffe mal, dass es nicht regnen wird, weil an sich zieht schon sowas wie ein kleiner Sturm auf und das wäre nicht so toll. So, wir sind jetzt im Blackbutt Reserve angekommen. Wir sind über eine mega Landstraße gelaufen, weil wir ein bisschen zu blöd waren, den richtigen Weg zu finden. Aber wir sind jetzt angekommen und wurden schon von so Pfauen und sowas begrüßt. Haben jetzt Futter gekauft für die Koalas und für die Kängurus. Gehen jetzt so einen kleinen Weg lang und hoffen mal, dass wir ein paar Tierchen finden. Das Coole ist, wir sind halt echt die Einzigen hier. Wir sind, wir haben eben noch eine Mutter mit einem kleinen Kind gesehen, aber die sind, glaube ich, auch schon auf dem Weg raus gewesen, weil die sind von so einem Rundgang runtergekommen. Und bis jetzt haben wir sonst niemand anders hier gesehen. Also der ganze Weg da hinten, das ist so ein Loop, da geht man lang und da kommen wir her, ist komplett frei. Mega nice. Thank you.
Hier sind wir in so einem kleinen Häuschen, wo es Vögel drin gibt und Koalas und sowas. Und hier fliegen die ganze Zeit Vögel an einem vorbei und streifen einen und sowas. Und da oben sieht man das, glaube ich, nicht so ganz gut. Da oben sind Papageien drin. Also mega, mega cool. Die sind auch ziemlich zutraulich. Man kann richtig nah an die dran gehen. Und einmal sind die auch auf die Hand gesprungen. Na? Na? Komm. Nee, wollen nicht. Wir sind jetzt aus dem Vogelhäuschen raus, haben leider doch keinen Papagei auf die Hand nehmen können, weil irgendwie waren die dann doch ein bisschen zu schüchtern. Aber wir sind jetzt am Ende von so einem Rundgang angekommen, wo man immer mal wieder so ein paar Viecher gesehen hat, ein paar Tiere, auch so Eulen und sowas, aber die meisten haben halt jetzt geschlafen, vor allem die Koalas, das war ein bisschen traurig, aber in einer Stunde oder so soll es eine Koala-Fütterung geben. Gehen wir aber jetzt erstmal wieder runter und füllen unsere Wasserflasche auf und dann schauen wir mal, wo die Koala-Fütterung ist.